Schönen guten Tag, liebe Schleswig-Holstein-Freunde. Wir machen mal ein ganz kurzes Brainstorming zusammen. Wofür ist die Hansestadt Lübeck bekannt? Fürs Holstentor natürlich. Lübecker Marzipan. Für die Buddenbrooks. Na, Günter Grass selbstverständlich. Und wofür noch, Christian und Lukas? Ganz bestimmt auch für das Museums-Speed-Dating. Das musst du ganz kurz erklären. Was hat es damit auf sich? Ganz einfach. 4x15 Minuten, 4 Häuser, einen Kaffee, 4 Museen kennenlernen. 15 Minuten Zeit also zum Beispiel für das Museum über den Literaturnobelpreisträger Günter Grass. Das ist sportlich, aber genau darin liegt der Reiz. Denn, wie ihr wisst, bin ich in Schleswig-Holstein dem Glück auf der Spur. Und man höre und staune, auch dieses Speed-Dating verspricht Glückshormone. Das ist das Dopamin, das ist eins der 4 Glückshormone. Wie beim Marathon, wenn du was geschafft hast, wirklich in einer gewissen Zeit, das ist super. Und so ist es bei uns auch. 4 Museen in einer Stunde, das ist echt viel. Aber dafür hast du von jedem Museum wirklich die Essenz mitgenommen, ein Ausstellungsstück. Und wenn du das geschafft hast, das ist Glück. Also, nix wie ran. Als nächstes nehme ich mir das Museum Behnhaus-Drägerhaus vor, mit einer der bedeutendsten Kunstsammlungen in Norddeutschland. Das Gute ist, zwischen den Museumsbesuchen stoppt die Zeit. Das heißt, man hat zwischendurch auch genügend Möglichkeit für andere Aktivitäten, wie zum Beispiel noch mehr Marzipan essen. Gefällt mir sehr gut. Jedes der 4 Museen hat für das Speed-Dating ein zentrales Ausstellungsstück ausgewählt, mit dem es dem Besucher das Thema näher bringen will. Im Willy-Brandt-Haus ist es zum Beispiel ein Teil der Berliner Mauer. Ach du meine Güte, schon wieder eine Viertelstunde um. Nun aber mal weiter. Und im Buddenbrook-Haus die Taufschale der Familie Mann. So, das war's. Jetzt ist die Karte voll mit Zeiten. Aber Christian, was mache ich denn jetzt? Ich war in allen 4 Museen, wenn mir eine Viertelstunde pro Museum nicht reicht. Das ist wie im richtigen Leben. Wenn du dich verliebt hast in eins der Museen, löst du für 3 Euro nach und kannst den ganzen Tag bleiben. Ah, deswegen Speed-Dating. Es hat funktioniert. Ich werde es auch tun, ganz bestimmt. Aber vorher gönne ich mir noch eine Pause, denn die habe ich mir nach einer so sportlichen Stunde mit Kunst und Kultur wirklich verdient.